Im Prinzip und in letzter Konsequenz sind alle Frauen Goldgräber. Für dich als Mann heißt das zunächst mal, dass du nach Gold graben solltest und dass du das Märchen Frauen wären die inneren Werte eines Mannes am wichtigsten ad acta legen musst. Bei kurzfristiger Anziehung, also bei One-Nighties, die du dir aus Clubs und Bars oder auch aus dem Internet holst, spielt das freilich weniger eine Rolle. Dort ist dein Äußeres und dein Körper wichtiger. Aber genau andersrum ist es bei langfristiger Anziehung, also wenn es um eine feste Beziehung geht. Deine guten ökonomischen Verhältnisse korrelieren eben stark mit deiner sozialen Anerkennung sowie mit der Wahrscheinlichkeit, dass du Nachkommen versorgen kannst. Alles zusammen ist für Frauen nun mal ein Zeichen, dass du zukunftsfähig bist. Wo ist hier das Problem? Also ehrlich, ich habe nie verstanden, warum Männer sich darüber aufregen, dass Frauen einflussreiche Männer bevorzugen. Eigentlich ist es sogar eine ehrenwerte Sache, dass Frauen so weitsichtig sind und die Zukunft im Blick haben. Wir Männer hingegen schauen ja nur auf das Körperliche bei Frauen, egal ob es um kurzfristige oder langfristige Anziehung geht. Ob sie Vorstandschefin in einem Großkonzern ist oder ob sie bei McDonald's fettige Burger rausgibt, das interessiert einfach keinen, solange sie heiß ist. Ich sag nicht, dass das falsch ist, aber auch hier haben natürlich viele Frauen ein Problem damit, dass ihre inneren Werte wenig und ihre ökonomischen Erfolge 0,0 zu ihrer Anziehung beitragen. Das kann man ein gutes Stück weit nachvollziehen, lässt sich aber nicht ändern. Aber Männer, die sich hinstellen und sagen, aber dann liebt sie ja nur sein Geld und nicht ihn. Ich habe ja Leute hier regelmäßig auf meinem Kanal sogar. Also tut mir leid, die müssen noch ein bisschen dazulernen. Sei doch froh, dass dein Erfolgsstreben, was ja sowieso der männlichen Natur entspricht, von Frauen so honoriert wird. Du solltest sowieso rund um die Uhr nach mehr Macht, mehr Einfluss und ja auch mehr Knete streben. Und deswegen kommen diese Themen ja auch hier zur Sprache und werden es weiterhin tun. Wir sind hier nicht auf einem Flirt-Kanal, wenn du da einen suchst, da guckst du dich am besten woanders um. Also Goldgräbermentalität, ich weiß, das kann sich manchmal so anfühlen, dass Frauen dich ausnutzen. Und wenn man auf Untersuchungen wie zum Beispiel diese hier stößt, dann wird das ins Unermessliche befeuert. Ein Drittel der Frauen gibt zu, bei einem Date mit einem Mann, es nur auf die kostenlose Mahlzeit oder das schicke Restaurant abgesehen zu haben. Aber auch hier, du musst dich ja nicht ausnutzen lassen und sie gleich in ein Restaurant ausführen. Das muss sie sich schon verdienen, findest du nicht? Und ich denke mal, wir beide wissen auch wie. Mach lieber Dinge mit ihr, die cool sind und die, ja, die du sowieso und auch ohne die Frau tun würdest. Wenn sie darauf steht und in deiner Nähe sein will, dann sind das gute Zeichen. Komm also damit klar, dass Frauen Goldgräber sind und dass nur schwache Männer sich drüber beschweren. Hol dir mein Buch für den harten Tobak, mach den Daumen hoch und lass es mich wissen, falls dir was einfällt.